Willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit den Rechten in Folge. Lass mich nicht lügen, 13 müsste das jetzt sein. Wir ziehen voraussichtlich in 4 Wochen erstmals in das Abgeordnetenhaus in Berlin ein mit knapp 6%. Damit wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Wir haben ja doch sehr gute Erfolge in letzter Zeit gemacht. Der Staat ist nicht so sehr im Minus, wie es manchmal ist. Also eigentlich läuft es hier gerade ideal. Können den Staat noch retten vor allem. Das ist eigentlich alles, was zählt. So, machen wir mal auf. 55.000. Nicht 550.003. Genau, und let's see, what the Wahl ergibt. Da bin ich wirklich very fascinated. Gespannt. Wie fascinated, ist egal. So. I'm excited. Egal. 6,61%, das ist noch besser, als ich erwartet hätte eigentlich. Ich hätte erwartet, dass wir knapp über die Hürde kommen, weil irgendwie eine Partei wieder Scheiße baut, zum Beispiel wie hier die Partei oder natürlich die Union. Ja, die schwächste Partei hier einzieht, das ist, Moment, ich muss gleich mal gucken, wie stark die war. Da habe ich gar nicht bewusst drauf geachtet. Ich habe es vielleicht eingeblendet, aber ich habe gedacht, ja, Union, warum soll ich da gucken? Oder ist sie so tief? Flughafenbudgets sollen erhöht werden, das ist nicht schlecht. Würde ich dafür stimmen, aber. Darf ja nicht. Nichts Neues, nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Wer den Film kennt und das Buch natürlich, Respekt. Also wirklich Respekt, das ist deutsches Kulturgut. Habe ich natürlich bei mir zu Hause rumliegen. Das Buch und den Film. Altmodisch auf DVD. Kann ich nur empfehlen, jeden anzuschaffen, solange es das noch geht. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Egal. Ich mache hier Werbung, aber das ist so alt, das kann man ja Schleichwerbung sehen. Ich wollte Wahlergebnisse in Berlin haben. Oh, 5,5%. Tja, CDU hier, ne? Rheinland-Pfalz in 15 Wochen. Ist nicht, vielleicht können wir das ja das mal. Vielleicht können wir ja mal versuchen, CDU und CSU für ein Let's Play mal zu trennen. Mal zu gucken, was dann rauskommt. Aber mit der exakt selben Einstellung, vielleicht die CSU minimal konservativer. Ansonsten sind ja. Sonst würden die nicht immer koalieren. Dann haben die 100% Schnittmengen quasi. Und mal gucken. Linke, Grüne, SPD und die Partei. Ein Rüsseltopf von den Linken. Ja, ist immer noch die Frage, inwiefern wir diese ganzen Politiker hier löschen sollen. Muss ich echt mal langsam eine Umfrage oder sowas machen? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, da eine Umfrage zu machen. 0,14%. Das wäre so ein Fall für 5 Jahre eigentlich, aber nein, danke. Es sind halt echt gerade extrem geile Zinsbedingungen. Bitte für 2 Jahre. Dankeschön. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, warum keine 5 Jahre. Ich habe immer Angst, dass das Let's Play da schon vorbei ist. Wobei das hier, denke ich, noch ein bisschen dauern wird. Ich würde mal sagen, bis wir die absolute Mehrheit im Bundestag haben, sollte das noch gehen. Oder wir völlig verkacken. 7,59%, das könnte ein sehr gutes Ergebnis werden. Wenn es 8 werden, dann bin ich äußerst beglückt. So, neue Wahlen. Thüringen natürlich. Wieder den Herrn Tilsit. 26 Wochen bis zu den Thüringen-Wahlen. Machen wir direkt hier. Ah, ne, machen wir nur erstmal. Ne, wir machen das ganze Programm. Ah, heben wir nochmal 105.000 ab. Genau. Ich gerne um mein Sparbuch kümmern. Ich hätte gern was abgehoben. Und zwar so roundabout 105.000. Jetzt versuche ich hier mit der Enter-Taste zu hantieren. Das ist natürlich lustig. Lassen wir das einfach mal. So. Ah. Ja, so. Ich meine natürlich Mist. Schade. Kinder hier bitte keine Fäkalsprache benutzen. Bitte nicht ausfällig werden. Bitte formale Sprache verwenden. Dankeschön. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr diese Wörter kennt. Ihr kennt, sonst würdet ihr solche Let's Plays auf hohem Niveau nicht anschauen. Politik ist schon ein hohes Niveau. Da kann der Kommentator noch so dumm wie Stroh sein und auch so wirken wie dumm wie Stroh, wie ich hier, denke ich, sehr häufig tue. Bin ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich manchmal durchaus so wirke. Es ist
Tatsächlich keinen Plan von allem, aber ja, wenn man selbst YouTube macht, weiß man eben, wie das ist. Wenn man zuschaut und wenn man spielt, fallen einem alle, es fallen einem alle Fehler auf, wenn man zuschaut, aber wenn man selbst spielt, nicht. Wobei ich glaube, ich da noch gut dabei bin, theoretisch mit den Fehlern finden, weil ich mich selbst als doch Perfektionisten bezeichnen würde. Ich kann keine Fehler leiden. Deswegen achte ich immer penibelst darauf, dass alles eingehalten wird. Das ist auf jeden Fall nicht vereinbar mit meinem Perfektionismus. Was ist denn hier alles? Negativer Bericht. Das ist ja, und der Herr Lindner ist tot. Das ist schade. Machen wir doch mal 16 Wochen in Deutschland Werbung. Machen wir hier nur 50.000. Ich habe Hoffnung, dass wir hier direkt wieder aufsteigen. Umweltzonen sollen abgeschafft werden. Das ist durchaus zu befürworten. So, 6 Minuten haben wir schon. So schön. Genau, ja. Heute nach diesem Video sollte eigentlich um 19 Uhr der AfD-Stream kommen. So. Mal sehen, ob wir da was retten können. Ansonsten ist vorbei danach. Immer noch 0,1. Wir legen wir nochmal so viel an. Sparbuch, genau. Dann einzahlen. Millionchen bitte. Nee, nee, auf Sparbuch. Nee, auf Sparbuch. So, ein bisschen Festgelder. Wie sollen wir verfahren? Ich will mein Geld fest anlegen. Ich hätte so an Millionchen gedacht, wie gesagt. So, 2 Jährchen. Dankeschön. Ja, erstmal möchte ich wählen, wen Sie wählen. Wissen, wen Sie wählen. Die Linke. Was würden Sie mir in meiner Situation raten? Rate Ihnen niemals, Ihr Dispo-Limit zu überschreiten. Das ist ein guter Tipp. Der Zins ist nämlich ziemlich hoch. Ja, ich würde mich gern um ein Sparbuch kümmern. Ich würde gern was einzahlen. So, 300.000. Dankeschön. Oder wir haben bestimmt Wahlen. Nein. Alles gut. Also keine Wahlen, wo wir nicht schon bis Radio gegangen sind. Wahlkampfpauschal und natürlich die Doris. Die Doris. Von seinen Wittgenstein. Alle Troller, ja. Okay, habe ich nicht. Hab ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt, habe ich nicht so gemeint. Perfekt. Wer hat das aus dem Weg geräumt? 13, 25 Wochen bis Bremen. Teufelsküche, ich bringe mich hier in Teufelsküche, ich bringe mich hier in Teufelsküche. Damit habe ich mich auch in Teufelsküche gebracht, aber es ist Bremen. Es ist Bremen. Entschuldigung übrigens an alle Bremer und Saarländer hier. Ich könnte hier, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in meinen Videos etwas abwertende Kommentare gegenüber euch ablassen. Meine ich nicht so. Ihr seid scheiße. Was? Nein. Nee, 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 das nicht wahr. 6,57% in Thüringen. Schnell abzulenken. Nein. Alle Deutschen sind gleichwertig. Außer die Bayern, die reden komisch. Nee, Spaß. Ich finde das eigentlich sogar gar nicht schlecht. Also, ich finde das ist eine der schöneren Dialekte. Im Gegensatz zu. Es ist ja sächsisch. Genau. Wir haben ja keinen Bock auf sächsisch. Der Herr Rixinger ist tot. Und der Herr Maas. Und der Herr Tröst verlässt seine Partei. Und der Herr Eichel ist tot. Und der Herr Binkwart ist tot. Das ist ja äußerst schade. Und ich rede mal wieder Deutsch, bitte. Es darf kein Sächsisch wählen. In jedem Politik-Tycoon-Let's Play muss einmal Sächsisch vorkommen. Übrigens, ist ja jetzt bald, wenn das nicht sogar jetzt schon die hier ist, ist auch eigentlich egal, die 300. Folge Politik-Tycoon. In der Playlist sind schon ein paar mehr Folgen, weil da schon die vorgeplanten Streams drin sind. Aber ist egal, ich werde diesmal kein Special zu 300 Folgen machen. Stattdessen werde ich ein 3 Jahre Politik-Tycoon-Special machen. Das müsste relativ Ende März sein, an einem Samstag. Wo ja eigentlich ein BW-Stream geplant ist, mache ich dann einen ganz besonderen Stream, sage ich jetzt mal. Da muss ich mir noch was ausdenken. Ich habe schon so ein paar Ideen, aber lasst mich da gerne auch noch hier, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr die gerne auch ja, mir zukommen lassen. Aber an sich habe ich da so ein paar nette Ideen, wie ich mal was ganz Besonderes in Politik-Tycoon machen kann. Denn so 3 Jahre sind schon was Besonderes. Und nein, es ist keine gute Idee, ein Multiplayer-Projekt zu machen. Sowas läuft katastrophal.
Da streitet man sich nur, hey, du solltest aber das machen. Was? Nee, nee, nee. Dadurch, man zerstört durch viele Dinge Freunde, zerstört durch viele Dinge Freundschaften. Zum Beispiel durch Gesellschaftsspiele spielen, aber vor allem durch Politik-Tycoon spielen. Zwar gemeinsam. Genau, wir haben so viel Geld, das ist so, oh, schlimm, Luxusproblem. Ja, 26 Wochen bis Niedersachsen. Ach, das ist so das niedere Sachsen. Okay. Entschuldigung auch an alle Niedersachsen, wenn ich schon mal dabei bin. Wir haben in Deutschland nichts mehr. Ne, ja, gell, gell, gell. Oh, ich bin hier ja. Also da muss ich jetzt eigentlich wechseln, dass wir da die Frau Scholz-Storch haben, wenn wir Stadtpräsident werden. Da wären wir vielleicht nicht ganz so stark, aber ich never give so Hoffnung auf. Waffenmöglichkeit. Geschehen. Bitte, bitte 20%, bitte 20%, wir werden keine 20% kriegen, aber trotzdem. Bitte, 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 bitte. Oh, 20%, das ist ja. Oh. Boah, die nächsten, die gewonnen haben, sind hier die Piraten und alle nur so minimal hier. Am meisten noch die Partei außer uns. Oh, das ist ja. Erotisch. Können eine Regierung, wir können ganz viele Regierungen anführen. Wir müssen jetzt echt alle Regierungsmöglichkeiten ausloten. Denn das ist natürlich eine einmalige Gelegenheit hier. Wie sieht's hier in Niedersachsen aus? Da. Zur Feier des Tages, ne? Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ohne uns kann nicht koaliert werden. Ist nicht wahr. Rechte, Linke, SPD, Grüne, ja klar. Beatrix von Storch ist Bürgermeisterin von Bremen. Oh shit. Und da freue ich mich. Und da freue ich mich. Also hier im Spiel natürlich nur. Hier ist ja auch von Storch in den Rechten. Eine Reinkarnation von der realen Frau von Storch. Ja, nichts mit der realen Frau von Storch zu tun, sehr geehrte Frau von Storch. Das ist nur eine Reinkarnation von Ihnen. Bitte lassen Sie Ihre Anwälte zu Hause. Dankeschön. Nehmen Sie es mir zu Herzen. Ich habe Kontakte. Nee. Ich habe Kontakte. Ein paar Auftragsmörder oder. War nicht ernst gemeint. Vor allem nicht an Frau von Storch gerichtet. Da gibt es Menschen, die das deutlich mehr verdient hätten. Nicht, dass jemand den Tod verdient hätte, ne? Liebe Kinder. Manche Menschen haben es mehr verdient als andere. Ein Mörder hat es mehr verdient als ein Nichtmörder zum Beispiel. Das heißt nicht, dass es einen Mörder verdient hat. Jedes Menschenleben ist gleich wert. Liebe Kinder, merkt euch das. Bringt keine Mörder um, keine anderen Menschen um, bringt euch nicht selbst um. Bringt Liebe auf die Welt. Bringt Kinder auf die Welt. Die andere Menschen lieben können. 11 Sitze, das ist doch schön. Stärker als die Partei, das ist noch schöner. Und ein neues Thema in den Medien und ein positiver Bericht. Ach, wie schön das doch alles ist. Und dann haben wir auch noch Bayern und. Ach, shit. 25 Wochen, wenn ich mich nicht verzählt habe, bis Bayern. Ja, Mama, Mama, Mama hier. Mama hier, das ganze Programm. Mit der Frau Mutter. Der Frau Mama. Mama. So, das war's für diese Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Vor allem jetzt mit Bremer. Wenn ich hier die Wahlverläufe mal angucke, ne? Zupf, zupf, zupf. Gefällt mir. Gefällt mir. In Bremen sind ja auch alle 4 Jahre Wahlen. Wir haben uns also verbessert von 1,09% auf 4,33% auf 11,06% auf 20,17%. Das ist doch schee. Inka hat sich aber auch hier nicht schlecht gemausert, muss man einfach mal sagen, hier für Bremen. 16,77%, 0,85% und 17,42%, dann minimal nur verloren auf 15,81%. Respekt an die Linke. Ja, ich sag, ah, jetzt hätte ich fast wieder ein YouTube-Video angeklickt. Ist ganz scheiße, dass ich da was im Hintergrund auf habe. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.